Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video und mit dabei ist wieder ein extrem wunderbarer Mensch und zwar... Thomas? LOL. Habe ich heute mit im Gepäck, meine Freunde. Die liebe Annie. Hi, ich bin Annie. Hi. Annie Sack. Annie Sack, weil dein Gesicht aussieht wie ein Huhn. Ja. Leute, das letzte Video von uns beiden kam extrem gut an und da ich ein echt fauler Wichser bin, was meinen Content angeht, dachte ich mir einfach, replizieren wir das Ganze doch einfach nochmal und gehen hin, Leute, und laden das Gleiche nochmal hoch. Ich meine, also das sind ja andere Videos auf die Ecke. Ich find's schön, dass du so offen dazu stehst. Ganz ehrlich, ich bin auf YouTube das absolut letzte Stück Schatten, was es überhaupt nicht verdient hat, grüne Monetarisierungshaken zu bekommen. Let's go, meine Freunde. Wir schauen uns wieder Twitch-Fails an und Anni, du verstehst das Prinzip wie eine Reaction. Ach, ich halt mein Maul, wir fangen einfach an. Yeah. You have people who travel from across the world to come to the iconic. Oh, hast du mitbekommen, Ninja mit diesem Cringe, wo er da steht am New York Times Square und so dance und keiner macht mit? Ja. Yeah. Und ich glaube, darüber reden sie gerade. Absolut legendärer Clip, meine Freunde, aber ich meine, wenn ich dafür eine Million bekomme, ich mache auch, also Epic Games, New York, wenn ihr Bock auf mich, ich halt mal voll. Kind of on a live streaming. Oh, maybe. And like people pay a dollar and like whatever they say comes out of my speaker. Yep, okay. Das sind so Kinder, Alter. Was ist das für ein... Was ist das für ein Konzept? Der Typ geht... Was ist das für ein dummes Konzept? Das ist doch so klar. Nimm einen Dollar und dann kannst du jede verfickte Scheiße sagen. Das kommt laut aus meinem Handy in der Öffentlichkeit. Richtig, und da stehen da Kinder. Können wir Hallo sagen? Und dann... ja gut, alles klar, ich bin raus. Kann man mal machen. I don't have any. I just have food, baby. Was ist das für ein Stream? Was ist das für ein Stream? Wo sind wir da reingestanden? Sixpack. I don't have any. I just have food, baby. I just have the food, baby. Ich habe jetzt noch verstanden, wie diese Livestream-Ultimate-Twitch-Internet-Fails-Thumbnail zusammenkommen. Und zwar ist es immer bei Minute 5, kommt nämlich genau das aus dem Thumbnail. Jetzt weiß ich, wo ich... ich habe den Clickbait-Algorithmus... Ich habe die Fresse. Nice. Ja, was macht sie jetzt? Was ist das für ein Stream? Was? Sieht so ein bisschen aus wie Selena Gomez. Ich verstehe den Stream halt nicht. Was gucken sich die Leute da an? Die sitzt da und rülpst und zeigt ihren Bauch. Würde ich mir angucken. Ganz ehrlich, wieso mache ich das nicht, Leute? Fändet ihr es geil, wenn ich... Wartet mal, wenn ich mich so... Das Ding ist... Ach, ich kann es gerade nicht sehen, aber ich will es mir gar nicht vorstellen, wa? Richtig. So this is for you guys and I hope it's good enough for you guys. Okay, was macht sie? Schon lustig. Das dumm. Oh, schon Mann, lustig. Alter. I'm Gnadlin. I'm a gnome and you've been gnomed. Memes und Humor sind im Internet wirklich weird geworden. Ey, schauen wir uns mal die nächste Compilation an. Guck da, siehst du das? Unten, diesen Ultimate Twitch-Fail, wenn du runterscrollst, da siehst du meine Thumbnail. Siehst du das? Also, nein. Nee, gut, ist egal. Oh nein, das wird so wehtun. Weil er seinen Bart hat, oder? Shit. Oh nein. Oh nein, das war eine dumme Idee. Das war eine richtig dumme Idee. Nein, fuck doch. Fuck. Kannst du vergessen. Oh nein, ja, viel Spaß beim Waxing, Alter. Kriegst du niemals raus. Ah, hier, guck da, genau fast bei 5 Minuten, wie ich es gesagt habe. Krass. The other day, my boyfriend and I were hooking up, and then he put his... I'm gonna read this in my head first. Thanks for subscribing. You sound like you're really young. Was hat sie da gerade vorgelesen? Ich weiß es nicht, es war irgendeine Donation. Sie ist komplett geschockt. Ich weiß nicht, was es gewesen ist, aber es muss irgendwas gewesen sein, was ihr Freund irgendwo hingesteckt hat, was ihr auf jeden Fall gar nicht gefallen hat. Stark. Absolut stark. Meinst du? Ich glaube, der hat einfach nur irgendwie eine Story wollte. Ich glaube, die wollte einfach nur eine Story erzählen, was die mit ihrem Freund gemacht hat. Und dann kam eine Donation rein und da hat wohl irgendwas geschrieben, wo sie schockt war, aber... Oder so. We never know. Da guck mal, erst beim Friseur. Wer streamt sowas? What the? Was? Wo kommen diese Leute her? Hä? Aber wer streamt denn sowas? Wer streamt denn den Friseurbesuch? Vor allen Dingen hast du gesehen, da kam so ein Kappa-Dude mit einem Müllbeutel am Kopf um die Ecke. Oh, shit stinks like so bad. Was macht der? Toilettenstream? Keine Ahnung. Geht der am Klo und... Are you guys ready? Ist das eine... Ach nö. Nein. Oh, das ist so... Das kann man doch nicht streamen, Alter. Du kannst doch nicht deine Pisse im Stream trinken.
Also kann man schon, aber... Das macht man doch nicht. Das macht man doch nicht. Vor allem, die sagt doch darüber, dass es so stinkt. Alter, was ist das? Ich will gar nicht wissen. Ach Gott, nein. Egal, doch, ich will wissen. Oh nein. 3, 2, 1. Oh nein. Es könnte auch Apfelsaft sein. Es könnte auch Apfelsaft sein. Es könnte auch Apfelsaft sein. Es ist Apfelsaft. Jawohl. Oh mein Gott. This homeless guy just kicked this dude's car. Er streamt aber so als Straßenmusiker. He's lost it. Ja, LA, Amerika. Yeah. Oh, oh nein, shit. Oh nein, er kommt zurück. Nein. Er kommt zurück. Also es ist so lustig gewesen bis zu dem Moment, wo er sich umgedreht hat. Oh fuck, ist das gruselig. Okay, I'm just gonna cover the thing. Ach komm, nichts ist passiert. Привет. Pisst die? Nein, die wäscht sich die Hände. Ich. Was ist los mit diesen Streams, Alter? Es ist ein Klo, Alter. Es ist ein Klo. Ja, stark, einfach nur stark, Leute. Ich möchte hier nochmal ganz kurz auf diesen Clickbait-Thumbnail hinweisen. Danach ist aber auch gut, dann haben wir auch echt genug. Anni, wir gehen einfach mal zu 4 Minuten, dann sehen wir nämlich genau das, was wir sehen wollen. Nämlich... Atlas, nice. Atlas. Okay, you ready? Sieht sie vercrackt aus. Das will ich sehen. Guck, das war nämlich im Thumbnail. I had to like think about it for a minute. Mhm. And this is a bathing suit, so people don't freak out. I'm at the beach. Okay, so... Was? Really nicht verstanden. Okay, also warte, wir gucken es von vorne. Okay, was macht sie? Why am I being such a pussy right now? What the fuck? I swear I'm not a... Was will die machen? Ich weiß es nicht. Okay. Okay, I did. Das... I had to like think about it for a minute. Das ist doch einfach kein Content. Das, also ich kann keinen Rad schlagen. Das stimmt, das stimmt. Du hast vollkommen recht. Anni, es tut mir leid, du hast recht. Schauen wir nochmal hier rein ganz kurz. Sie läuft durch den Park und spricht Russisch und sie hat eine gute Zeit und ist alles in Ordnung. Bist du nicht Russe und verstehst das? Ich würde sagen, dass es Russisch ist. Ah, bist du nicht Russe? Da vorne ist... Oh. Ich schwöre, das könnte ich sein. Das passiert mir jeden Tag. Obwohl du nicht auf dein Handy guckst, du rennst einfach straight up in so einen Pole rein. Alter, ich hatte in meinem Leben, ich glaube, 5-mal eine Gehirnerschütterung, weil ich random gegen Sachen gelaufen bin. Ich bin einfach ein verfickter Idiot. Was soll man machen? Ich muss einfach jetzt auch ehrlich sagen, das merkt man. Das merkt man einfach, dass du die schon 5-mal hattest. Ja, vielen Dank. Ich habe deswegen auch Fotos von meinem Gehirn. Das ist sogar Originalgröße. Das war ein SpongeBob, bitte schön. Okay. Extrem, aber stabil von ihr gemacht. Sehr gut überspielt. Ganz sympathisch. Einfach mal dagegen laufen und darüber lachen. Aber ist sympathisch. Was sind das? Warum hat er immer so weirde Sachen im Stream? Was ist das? Er geht zum Friseur und jetzt? Was passiert jetzt? Ist so ein älterer Mann, der so ein Gorilla wird. Ist kein Gorilla, es ist ein Hund. Okay. Illegal immigrant Chatterbait. Take off his shirt, get this ball going. Was zum Teufel? Hä? Oh, I got it. Hä? Was? Was ist da passiert? Krank. Hä? Also, ich weiß nicht. Also, das Ding ist, es kann auch so voll aus dem Kontext gerissen sein. Stell mal vor... Ja, aber warum sind da zwei Mexikaner oder... Hör zu. Stell mal vor, okay. Die Situation ist gar nicht so seltsam. Stell dir vor, die haben gesagt, hey, wer kann einen tollwütigen Hund am besten nachmachen von diesen beiden älteren Herren, die random in meinem Stream sind? Und dann hat der eine einfach angefangen. Deswegen ist das so ein bisschen out of context, aber... Eventuell ist das einfach gar nicht so verrückt. Ja, vielleicht. Ja? Ich meine, ich stelle mir die Frage auch oft, wer kann am besten einen tollwütigen Hund nachmachen? Ich gebe dir recht. Mhm. Okay. Wir sind irgendwo, glaube ich, in Thailand unterwegs oder sowas. Oder China. Vietnam, ich weiß es nicht. Indonesien, ich kann es nicht sagen. Oh! Guck mal, sein Face ist... Er ist richtig... Oh, wir aber haben Laternen. Aber der ist so richtig dagegen geklatscht. So richtig geschmeidig Face zu Stange, Alter. Irgendwie erinnert er mich an Soulja Boy. Ich weiß nicht genau, warum. Oh God, I didn't see. Oh. Well played, bro. Family, you already know what she looks like, right? Oh, what the fuck? Dude. What the fuck? Dude, this guy was fucking on the wrong side of the road. This guy was on the wrong side of the fucking road. He could have crashed. He was coming towards me. What the fuck? Aber auch streamen, während man Auto fährt, ist eine extrem gute Idee. Leute, nehmt euch kein Beispiel daran und... Ach, subt mich doch einfach auf Twitch und nutzt meinen Fortnite-Creator-Code. Was soll's eigentlich? Leute, schaut gerne bei Anni vorbei. Die macht auch extrem lustige Streams und extrem lustige Videos. Ihre beiden ganzen Dinge sind in der Videobeschreibung verlinkt. Ihre beiden ganzen Dinge. Ihre Links sind... Meine beiden ganzen Dinge sind unten in der Videobeschreibung. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Anni vorbei. Lasst ein Abo für Revi da und ein Like und ein Kommentar
Und auf, wofür kann man noch betteln? Genau, folgt ihm auf Twitch. Und kauft mein Merch und folgt mir auf Instagram. Ciao! Tschüss!